500 PS und wahrscheinlich teurer als ein Luxus-Wohnmobil. Dachbleche 24.de, 7-mal in Deutschland steht drauf, aber es geht um den LKW, denn die fahren durch ganz Deutschland durch, liefern aus, wieder mal ein Spezialversender für Bauteile. Das Internet macht es möglich, Sven. Wir sind in der Nähe von Hamburg. In Wedel, genau, bei Canfors Alarmsysteme. Und wir haben hier den LKW stehen und haben den mit der ersten großen Alarmanlage von Pandora ausgestattet, mit dem Truck-System, 24-Volt-Technik, schwere Relais und eine LoRa-Fernbedienung, die zugeschnitten ist auf Trucker, was die Bedienung angeht, wenn die im Fahrzeug schlafen, dass nichts geklaut werden kann hinten an den Klappen. Und glaub mir, das Ding ist laut. Ja, es geht um was ganz Wichtiges, denn es werden teilweise Ladungen ja geklaut. Vielleicht sind die Ladungen gar nicht hier so spannend, sondern es geht oft um Kleinteile, wie zum Beispiel, ich zeig's mal gerade, diese Anschluss-Druckluftleitung. Das musst du dann ein bisschen erklären. Also wenn du hier einen Auflieger drauf hast, dann kannst du hier ja draufgehen und die Verbindung herstellen. Das machen die Trucker. Jetzt kommen die nachts, wenn der LKW-Fahrer schläft hier, legen das Ding zur Seite und nehmen diese Kabel mit. Das Kabel kostet Stück ungefähr 400 Euro. Jetzt wacht er morgens auf und sagt, ich kann gar nicht losfahren, weil der Anhänger hat überhaupt keine Verbindung mehr. So ein Kabel kriegst du nicht an der Raststätte zu kaufen. Da geht es nicht nur um Luft, da geht es um alles, oder? Um alles. Da ist die ABS-Steuerung für die Anhänger drin und. Also das ist High-End, du brauchst dir das nur angucken, ne? Also wie die verriegelt sind und sowas, die Stecker. Die haben auch eine Kodierung drauf. Da kannst du nicht mal eben dir helfen, wenn du da irgendwo in Frankreich stehst und das Kabel ist weg. So, was hast du hier gemacht, damit das nicht passieren kann? Wir haben hier an dieser Tür haben wir einen DMS-Sensor angebaut. Wenn du oben guckst, so ein kleiner schwarzer Sensor, der klebt da. Kannst du ihn sehen? Oben an der Ecke. Ja, der kleine da oben, der da ist. Ja. Der überwacht jetzt, wenn die Alarmanlage scharf ist. Falls hier eine Bewegung oder ein Schlag drauf kommt, dann löst die Alarmanlage aus. Wir haben sie jetzt ja nicht scharf gemacht. Also wir reden ja über die gleiche Alarmanlage, die ihr auch in den Wohnmobilen verbaut. Wir haben ja eben ein großes Video gemacht über dein Wohnmobil, was da ist. Das hast du immer mit dem Neuesten ausgestattet, was es gibt. Das Ganze ist minimal invasiv, muss man sagen. Man muss aber trotzdem einige Stunden einbauen. Es geht mit Funk, das macht die Sache sehr flexibel hier in dem Fall. Ich brauche kein Kabel legen, oder? Nee, für die Sensoren nicht. Die Alarmanlage im Fahrzeug ist natürlich vollst verkabelt. Das muss ja alles eingebaut werden, Wegfahrsperre und die ganzen Geschichten, ne? Sag mal, das ist jetzt kein Ausnahmefall, dass diese Kabel geklaut werden. Das passiert regelmäßig. Ganz, ganz viel. Und was auch gerne geklaut wird, also wenn ihr das hier hochmacht, das kann man ja alles mal kurz wegklippen. Hier sind zwei 200 Ampere-Stunden Batterien drin. Wenn so eine MAN-Batterie mal dann auch nicht mehr im LKW ist von der Raststätte, gibt es welche, die können die gut verkaufen, aber der LKW steht. Und hier reden wir dann ja nicht über Ausfall für eine Freizeitfahrt, sondern das sind ja Arbeitsfahrzeuge. Du könntest auch einen Dieseltank überwachen. Das können wir auch. Wir könnten selbstverständlich einen Sensor mit hier oben befestigen, wenn der bewegt wird. Wir können Spiegelgläser sichern, wir können Scheinwerfer sichern. Das können wir alles an diesen Anlagen anlernen. Wir haben hier das gleiche Prinzip wieder. Wir haben Schock und Neigung. Ich meine, das große Auto, wenn du hier ein paar Felgen klauen willst, dann musst du aber schon mit ein bisschen Gewicht und Equipment ankommen. Aber der würde das auch mitkriegen. Und der Fahrer kann genauso sich wieder einschließen in seinem Kokon, aktiviert quasi seinen Schlafmodus im Fahrzeug und ist vollstens überwacht. Mach mal scharf. Können wir machen. So, das geht jetzt über eine App. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Du hast also einmal die Fernbedienung. Einmal die Fernbedienung. Jetzt ist scharf. Das ist die App. Gib mir mal kurz den Schlüssel. Genau. So, das ist übrigens André. Hallo André, du hast die Alarmanlage eingebaut? Ja, genau, habe schon eine Alarmanlage eingebaut. Das ist das erste Fahrzeug von LKW. Genau, das ist voll analog. Jetzt im Moment funktioniert nur das voll analog. Aber unsere Konstrukteure von Russland machen das alles mit CAN-Bus. Jetzt läuft jetzt Sicherheit, Wegfahrsperre, alles dabei und nachher, wir gucken, dass was weitergeht. Also bedeutet, ihr habt jetzt eine Lösung für LKWs. Konntet ihr den normalen, die ganz normale Pandora würde wahrscheinlich mit vielen Modifikationen auch gehen? Ganz schwierig ist das Thema mit 24 Volt. Die normalen Camper-Alarmanlagen sind für 12 Volt ausgelegt. Wir reden ja hier über ganz andere Spannungen und das muss die Anlage hergeben, von der Sirene eben bis zur Anlage. So, die wird ja normalerweise auch über den CAN-Bus gespeist, elektrisch? Nee, der CAN-Bus ist für die Befehle da, damit er quasi sieht, Tür ist offen, das kann er auslesen. Und das muss ja für jedes Fahrzeug individuell mitgeschnitten werden. Deshalb sagt Andreas, wir müssen ja jetzt hier alles in Anführungsstrichen analog abfragen. Das Coole ist, Pandora kann das ja alles, also Tür abfragen und sowas. Also jetzt, Alarmanlage ist jetzt scharf, also wenn ich jetzt hier an dem Ding arbeite, schneide den hier hinten dran. Nochmal aus. Mal hier, Schlag. 24 Volt. Oh.
So, das gab es vorher noch nicht. Das heißt, eine Pandora ist ja High-End, mit Funk, mit allem drum und dran, mit ganz vielen Systemen, die intelligent sind. Du kannst sogar sehen, wenn eine Tür geöffnet ist, oder? Da ist der Anruf. Ja. Weiß ich, ob du das Telefon hast. Ja. Ich mache jetzt hier aus, der Anruf ist ausgelegt, das System hat gesagt, Alarm. Krass. Warte mal, wir fangen mal ganz von vorne an. André, ihr baut ja jetzt schon lange Pandora ein. Habt ihr viele Probleme mit Fehlalarmen? Fehleralarm, genau. Wenn das Leute ist nicht qualifiziert, dass es kommt viele Fehleralarm und dann müssen wir das natürlich reparieren. Das kommt für uns, dass es für Süddeutschland, von die ganze Europa kommt. Von Russland jetzt das auch ein Auto, wir haben gehabt, das ein bisschen schlecht eingebaut oder Leute hat das selber was viel also eingestellt. Aber wenn ihr das einbaut, meine ich? Ja, habe ich auch ein paar Sachen gehabt, aber wir lernen das immer Lehrgang. Das ist immer Lehrgang. Das finde ich aber cool. Er sagt jetzt nicht, wir sind perfekt, sondern wir haben 400 Parameter in der Anlage. Wenn wir euch sagen, das ist das erste System, was jetzt eingebaut ist, natürlich kann da noch eine Sache kommen, aber wir wissen ja, was wir gemacht haben und wir können ja dann auch entsprechend das verbessern. Ne? Guck dir das an, da ist der. Ne? Da ist der Alarm. Fahrzeug, genau. Anzahl der Sensoren, was habt ihr hier verbaut? Wir haben aktuell die Türen gesichert, wir haben Schock und Neigung und das Besondere ist, wir haben die vordere Klappe, das vielen gar nicht klar, die sind ja überhaupt nicht gesichert, diese Luken. Wenn du so einen LKW stilllegen willst oder willst irgendwas ins Fahrzeug reinsprühen, da ist ja die Lüftungsanlage drin, die kannst du einfach aufmachen. Mach mal auf. Kannst du einfach mal hochziehen? Sehen. Das heißt, du ziehst. Ich mach scharf, ja? Ich könnte ja, aber nee. Erstmal nicht, sonst fliegen uns die Ohren weg. So zum Gucken, das wollen wir sehen. Das heißt, man kann diese Klappe einfach öffnen ohne Schlüssel. Immer. Ist kein Schloss dran. Jetzt guck dir mal die neuralgischen Stellen hier an. Wenn ich das aufmache, ziehe hier einen Stecker raus und sage dem LKW-Fahrer, dein Fahrzeug ist aus, der wüsste jetzt, er hat ein rechtes Problem am Auto. Vorne ist die Luke offen. Also man kann auch Alarm dann auslösen. Das heißt, es ist Alarm verbunden. Der ist voll verbunden. Also wenn die Klappe zu ist, die Zone, sagt er jetzt, guck mal, die Tür ist gerade, Andreas hat die Türen aufgemacht. Zeigt er mir an, auf zu grinsen, das ist schon cool. Ist ja sensationell, oder? Ja. Okay, das heißt, optisch ist ja immer besser, als wenn du irgendeinen Fehlercode kriegst, oder? Auf jeden Fall. Also derjenige, der mit dem LKW unterwegs ist und ist jetzt auf der Raststätte vielleicht gerade und sagt immer, und kriegt natürlich einen Anruf. Wir haben jetzt alles ausgeschaltet. Das also nochmal, der ist auf der Raststätte, der isst gerade was, zum Beispiel jetzt im Restaurant. So, und dann machen wir jetzt mal scharf. Mach mal zu, bitte. Genau. Dass wir das mal sehen. Es muss alles vorher zugemacht werden, sonst kriegt man ihn nicht scharf, oder? Doch, wir könnten ihn scharf machen, aber er würde uns anzählen und wieder sagen, diese Luke ist offen. Ja. Und das wollen wir ja nicht, ne? Sondern wir klappen das jetzt alles runter. So, und jetzt, wenn er die zumacht, geht er automatisch. Warte mal kurz, mach mal zu. Jetzt mach die Klappe. Mach mal zu. So, er macht sie zu und jetzt sollte die eigentlich auch. Ja, dauert einen ganz kleinen Moment. Der muss das ja hochmelden. Ja. Ne? Das geht üblicherweise in Echtzeit. Ja, der meldet das im Hintergrund jetzt. Jetzt. Guck hier. Hat Klappe den Status so geändert auf dem Server und wir kriegen ja die Daten wirklich mit. Genauso ist es mit allen Türen. Das heißt, wenn du jetzt eine Tür aufmachst, mach mal eine Tür auf bitte. Dann sollte jetzt die Tür angezeigt werden auf der App. Auf der App, dauert wieder einen kleinen Moment. Aber nicht mit Bluetooth, das geht über GSM. Oder das läuft über die Online-Verbindung von der Alarmanlage zur Zentrale und dann gibt er das runter. Ne? Fahrzeug ist jetzt aufgeweckt. Ist ja gerade gesehen, er hatte ja die Tür schon aufgemacht. Das war ja schon gezeigt, dass das funktioniert. Ne? Das ist total spannend. Das heißt also, ist es selbsterklärend? Ja, also auch wenn Leute jetzt, ich sag mal, der deutschen Sprache nicht so mächtig sind und so weiter, ja, dann hast du den Vorteil, du siehst anhand der Piktogramme, was los ist. Ja, ja, das tust du. Du kannst also wirklich den Echtzeitzustand von deinem Fahrzeug sehen, ne? Und die Türen werden dir angezeigt. Gute Frage, Vorführeffekt. Wir hatten das ja gerade gezeigt, als wir die Motorhaube aufgemacht haben, hat er ja beide Seiten gezeigt. Warte mal kurz, genau, mach nochmal auf. Ich will die nochmal eben schärfen und immer eben sagen. So. Genau, weil die nämlich gerade eben Alarm hatte. Ah, guck mal, genau. Also wir haben das ist unser Arbeitshandy hier und es kann sein, dass der jetzt gerade nicht hundertprozentig verbunden war. Wir machen das jetzt nochmal und starten das noch einmal kurz. Guck. Ja. Guck. Jetzt ist die Tür auf. Siehst du. Also. Okay. Kann sein, wir stehen hier hinterm Auto, dass das abgeschirmt hat oder irgendwas. So, wenn du jetzt mal zumachst. Ja, muss ich die Tür hier. Tür zu. Ja. Und zu. Und zu. Nochmal auf. Ja, die Leute. Okay, also normalerweise habe ich ja ein Handy fest verbunden. Du hast ja jetzt ganz viele Handys drauf. Jetzt bitte mal die Motorhaube auf. Ja. Genau, mach mal auf. So kenne ich das. Okay, so soll super. Das auch laufen. So soll das laufen, okay, genau. Klasse. So habe ich es eben auch gesehen. Du hast viele Sachen verbunden. Das heißt also, das ist nicht dein persönliches Handy, das ist das Firmenhandy quasi, oder? Das ist unser Arbeitshandy. Hier ist auch Programmiersoftware drauf. Wir müssen ja diese Sachen einstellen, gucken, wie funktioniert das alles. Wie gesagt, das ist die erste Installation dieser Truckanlage jetzt in so einem Fahrzeug. So, jetzt hast du ja mit der App eben geschärft. Jetzt kannst du aber auch hiermit schärfen, selbstverständlich. Oder? Guck, hier ist das gleiche Thema. Das Schloss ist offen. Ich habe hier wieder so ein bisschen Vitalparameter vom Fahrzeug. Ich drücke hier vorne drauf und das Fahrzeug hat jetzt geschärft. Alarmanlage ist scharf, er holt sich jetzt wieder den Status, schaltet das auch scharf und dann ist das fertig.
So, der CAN-Bus, ihr schließt ja jetzt zum Beispiel die Blinker damit an. Gibt das kein Problem mit der Software von dem LKW, dass der sagt, da ist was dran, was mir nicht gefällt? Nein, gar nicht. Gar nicht. Wir nutzen da in Anführungsstrichen einen Trick. Wir gucken, dass wir die Blinker so ansteuern, als wenn jemand innen drin im Fahrzeug auf den Knopf drücken würde. Ah, und das können wir alles emulieren und können das auch entsprechend darüber zeigen. Wir haben übrigens auch wieder den Störsender hier Schutz, ne? Das Störsender-Schutzprogramm. Zeig mal gleich mal. Ja. Wenn du gerade nochmal scharf machst oder unscharf, mach mal unscharf. So, das heißt, es wird einmal signalisiert hier rüber. Genau. Und offen. Das sieht jetzt so trivial aus. Da hat Pandora wirklich lange für gebraucht. Denn die Alarmanlage gibt es erst seit November, Dezember. Ja, die ist vorgestellt worden Ende letzten Jahres. Es geht halt um die Einbindung, dass wir 24-Volt-Technik machen können und dass wir entsprechende Relais und Steuermöglichkeiten haben, um so ein schweres Fahrzeug damit auch zuverlässig zu steuern. Hier ist es ja besonders wichtig, das überlegt mal der Ausfall. Da reden wir nicht über einen Camper, der vielleicht mal nicht losfahren kann. Da geht es um eine ganze Ladung, die nicht mehr rechtzeitig ankommt. Oder eine ganze Ladung, die wegkommt. Hast du Angst? Ich habe gar keine Angst. Wir haben ja das Ding jetzt ja so dicht gemacht. Das ist ja normalerweise nur dein Fahrzeugschlüssel. Der hat genau das gleiche Thema. Da ist ein Bad dran und eine elektronische Wegfahrsperre. Ja. Wenn du das Auto aufmachst, der hat auch ein Türschloss links und rechts, dann bist du im Fahrzeug drin. Du brauchst aber jetzt wieder das Thema zweiter Faktor. Hast du diese Fernbedienung nicht bei dir, lässt sich das Auto nicht mehr starten. Wird Alarm ausgelöst, lässt er sich gar nicht starten. Entscheidet jetzt der Disponent, der ja auch über den Computer gucken kann, wo das Auto ist. Hier stimmt irgendwas nicht. Gibt er dem Auto einen Anruf und legt das Auto komplett still. Das heißt, selbst mit dem Token geklaut, kannst du das Fahrzeug nicht mehr entsprechend starten. Mach mal scharf, bitte. Ja, schalten wir mal scharf. So, und das ist jetzt Innen- und Außenhaut, bitte. So eine blaue LED zeigt, wie das Alarmanlage jetzt schärft. Der Status. Ja, Status, genau. Und das Coole ist, sollte dich das stören oder du stehst vielleicht irgendwo so und sagst, nee, mach das mal bitte aus. Wenn wir den oberen Knopf festhalten, bis die Anlage, also die Fernbedienung zweimal vibriert, geht die LED aus, unabhängig von dem Zustand der Alarmanlage. Eins, zwei, ausgeschaltet. LED aus, Alarmanlage bleibt scharf. Also wenn jetzt jemand im Prinzip gar nicht will, dass jemand weiß, die Alarmanlage ist... Kleiner Schlag ans Auto, Meldung, Schocksensor, Warning Level. Nochmal, das war zu schnell, also nochmal. Kleiner Schlag ans Auto. Boah, und der bläst dich aber weg hier. Boah, das war jetzt nicht fest, oder? Nee, das kannst du das bisschen einstellen, wenn brauchst du nicht, das ist zu viel oder zu weniger. Wenn möchtest du schlafen in LKW? Wenn möchtest du schlafen in LKW? Wir haben schon einen Knopf für Fahrer eingebaut. 6 Sekunden halten, 30 Sekunden Auto macht scharf. Ohne Schocksensor, ohne Neigungssensor, ohne Bewegungssensor. Kannst du schlafen mit, nur das kannst du schlafen mit geschlossener Türe. Wenn jemand kommt, das macht, das ist Motorhaube offen oder Seiten offen oder das ist Türe offen und sofort kommt Alarm. Inklusive natürlich dieser tollen Klappe, die, wo ich ja gar nicht wusste, jetzt habe ich wieder was dazugelernt, dass die gibt, ja. Genau, wenn du die jetzt bewegst. Ja, wenn ich die bewege, dann kriegt die wieder hier. Und dann geht's wieder los hier. Okay. Wir brechen das mal ab, ne? Ja, bitte. Bitte abbrechen, meine Ohren. Das ist auch so, die Hupe ist auch manipulationssicher. Das heißt also, die kann man gar nicht abklemmen, weil es nichts zum Abklemmen gibt. Kommst du ja gar nicht ran. Ja. Wenn du die Klappe aufmachen würdest, um irgendwo ins Auto zu kommen, hast du ausgelöst. Der Inhaber oder der Fahrer kriegt ja sofort eine Meldung. Wenn du dich wehren willst zum Beispiel, wir können ja einmal über die App, das Thema quasi, wenn ich hier drauf drücke, geht die Alarmanlage an. Mhm. Oder ich drücke auf diese beiden Knöpfe hier gleichzeitig, Alarmanlage an, Alarmanlage Panik. Aus. Panikknopf. Und zwar, wir reden ja hier über eine Reichweite bis 2 Kilometer. Das heißt, du bist überrascht, du siehst dein Auto da hinten. Nochmal, ohne GSM. Ohne das GSM. Heißt, LoRa. Das heißt, LoRa ist eine spezielle Funktechnik. Ich sitze jetzt zum Beispiel, bin am Duschen und da kriege ich hier den Alarm. Kriegst du hier den Alarm. Das heißt, wenn ihr in der Dusche seid und da ist kein Telefonempfang, dann fängt das Ding hier an und macht meep, meep, meep und sagt dir genau Bescheid, was gerade am Fahrzeug passiert. Also bedeutet, der steht jetzt da. Jetzt habe ich gemerkt, so eine reine Alarmanlage, die kann da ein bisschen rumbollern, interessiert viele nicht, aber du weißt Bescheid, oder? Du bist ja hier informiert und wie du gesehen hast, wir reagieren ja schon auf den ersten Schlag. Hier muss ja einer rumklettern an dem Auto, hier muss ja einer irgendwas machen. Mhm. Und wenn du drin schläfst eben auch, es kann keiner die Klappe aufmachen, irgendwie was in dein Auto einleiten. Und egal was passiert, wenn einer einen Schlüssel kopiert oder so, er kann das Auto nicht starten. Mhm. Er macht die Tür auf, die Alarmanlage ist an, der springt nicht an. Das werde ich dir gleich nochmal zeigen, da müssen wir nur mal ins Auto reingehen. So, und diese Schläge, wie werden die jetzt entsprechend ausgewertet? Gibt es da mehrere Sensoren am Fahrzeug? Oder? Wir haben in der Alarmanlage einen ganz intelligenten, ja, wie willst du das nennen, so ein Gyrosensor und der wird über einen speziellen Algorithmus ausgewertet. Und wie wir das gerade gemacht haben, wenn wir sagen, du, das ist mir zu empfindlich, dann gehe ich in die Geräteeinstellung, in die Sensoren und sage hier, ich fahre mal den Schocksensor ein bisschen runter
und den Hauptalarmsensor ein bisschen runter und dann gehe ich auf Speichern und fertig. Warte mal gerade, ich guck mal gerade, weil das so weiß ist, dass ich es abgebildet kriege. Jetzt sieht man es. Das heißt, du kannst die Schocksensoren selber ändern. Ja, und das System stellt das dann ein. Ich kann die also auch komplett wegnehmen. Nehmen wir mal an, der steht, der hat ja auch noch Neigungssensoren und Bewegungssensoren. Wenn das zu empfindlich ist, der steht jetzt an der Küste und du bist nicht da und das Auto fängt jetzt an und sagt dir Neigungssensor, weil der so gedrückt wird vom Wind, dann kannst du einfach von der Couch sagen, komm, ich fahre den runter und speichere das ab. Okay, verstanden. So, jetzt, sag mal so, jetzt ist ja das Hauptthema Schlafen. Er hat eine Schlafkabine drin? Ja, er hat also eine Kabine, er hat ein Bett hinterm Sitz. Genau, hat ein Bett hinterm Sitz, das heißt, die Lkw-Fahrer schlafen da drin. Damit die sich sicher fühlen, ist so ein Alarm natürlich ganz praktisch, oder? Ja, die Anlage übernimmt jetzt heute Nacht, wenn der Fahrer hier drin schläft, hat er innen drin einen Knopf. 6 Sekunden festhalten, es gibt einen Piep. Die Fernbedienung bestätigt einmal und dann zieht er nach 30 Sekunden das Alarmsystem scharf. Dann seid ihr wie in Abrahams Schoß, sollte hier draußen irgendeiner eine Klappe aufmachen, versucht nachts die Tür aufzumachen, irgendwas. Aber er kann sich voll bewegen in der Kabine, weil wir die Schock- und Neigungssensoren deaktivieren damit. Also, wir haben eine Fernbedienung, die geht ohne Handyempfang bis zu einer Reichweite von 2 Kilometern. Ungefähr. Hängt von der Bebauung ab, ne? Und natürlich aber so ein paar hundert Meter gehen. Ah, locker. Ach, locker. Du kannst hier vorne irgendwo an der Straße rumrennen und kannst das Auto steuern. Okay, gar kein cool. Thema. Auch durch Häuser und so? Ja, auch durch Häuser. Jetzt steht er hier drin. Meistens stehen die ja draußen. Das, was da ist, dann hast du, ich sag mal, Innenraumüberwachung brauchen wir nicht, weil der Dieb muss erstmal reinkommen. Und alle Türen, um reinzukommen, sind überwacht. Alle Türen sind überwacht. Wir haben die vordere Klappe, wo die Elektronik drin ist. Die Haupttüren links und rechts sind überwacht. Und hier hinten, wie gesagt, ist das überwacht. Und normalerweise ist ja hier ein Trailer drauf. Und du könntest, die Dieseltanks könntest du auch noch überwachen, wenn du möchtest. Das heißt, da könnte man jetzt einen Sensor anbringen, wenn jemand hier dran rumdreht, dann geht automatisch Alarm los. Hilft das deiner Erfahrung nach, dass die da keinen Bock mehr drauf haben, dann wenn das Ding plärrt wie verrückt? Ja, weil die Diebe, sag ich mal, die wissen ja heute auch, dass es eine Rückkopplung sozusagen gibt. Und die Rückkopplung ist, dass der Fahrer, der Inhaber oder wer auch immer informiert ist, und der wird ja irgendwas einleiten, wenn sein Fahrzeug verletzt wird. Das heißt, wir sind sofort Aktion, Reaktion. So, Thema abwägen. Ich nehme genau, 1000 Liter Sprit. Was kostet 1000 Liter Sprit? 2000 Euro, demnächst. Ja, bitteschön. Schläfst du, 1000 Liter Sprit ist weg. Das sind Profis, oder? Das heißt, also die gehen. Zum Beispiel, wenn möchtest du Batterie, wenn geklaut, das ist Batterie. Diese Fläche, 4 Stück und das. Das steht 2 Batterien. Fertig. Zwei Batterien, die da sind. 210 Ampere Stunde, was kostet deine Batterie? Ja, 200 Euro. Da kommst du nicht mit. Nee, ein bisschen mehr. Gut 24 Volt, ja. Ja, 24 Volt in Reihe sind die geschaltet. Wenn du willst, kannst du die Anlage ja nochmal zeigen. Also ja, das ist die ja ist vorne drin. Ja. Das ist was ganz Neues. Das heißt, viel größer die Technik. Der Kabelbaum, zeig mir den mal. Ja. Der war ziemlich beeindruckend. Du hast vor allen Dingen ja ganz schwere Stecker, was die Wasserdichtheit und sowas angeht, weil die Fahrzeuge sind ja noch ganz anderen Geschichten ausgesetzt als jetzt ein Camper. Und wenn ihr euch das anguckt hier, also... Ist das ein normaler CAN-Bus? Nee. Doch, das also ist der Stecker CAN-Bus? Ist ein normaler CAN-Bus-Stecker. Nee, da sind in dem CAN-Bus sind bestimmte Kabel, die auf den CAN-Bus kommen. Ja, ja. Du siehst aber alleine, was man hier an Peripherie anschalten und steuern und schalten kann, was da drin ist. Das können wir alles programmieren, schalten und steuern bei diesem System. Da wird dann eingeklickt, ist updatebar. Das ist die große Steuereinheit Pandora Truck. Und dazu eben diese ganz besondere Fernbedienung, die auch einen Truck-Code nochmal drauf hat. Jetzt mal eine Frage. Das heißt, ihr schaltet dieses Kabel an den CAN-Bus mit an. Das heißt, das wird dort fest verlötet oder wie funktioniert das? Genau, wir setzen uns quasi mit auf den CAN-Bus auf. Ja. Wie wir das realisieren, müssen wir das ist euer Betriebsgeheimnis. Und Betriebsgeheimnis, genau. Ja. Und alles andere steuern wir an. Halt die Blinker, was ich vorhin sagte. Und das kann die Anlage, weil wir hier programmierbare Relais drin haben. Also ich kann sagen, ich möchte bitte bei der und der Alarmgeschichte die und die Funktion haben. Auch das mit der LED, was wir realisiert haben, das haben wir programmiert selbst. Also das ist die Endstufe im Bereich LKWs, weil ihr selbst handeln könnt, wenn sie euch die Schlüssel oder irgendwas abnehmen. Jetzt Thema App, SIM-Karte, da könnt ihr euch auch drum kümmern? Können wir auch drum kümmern. Wir haben einen Provider, der für 2 Jahre für Europa alles bereitstellt. Wenn die Fahrzeuge natürlich irgendwie weltweit unterwegs sind, müssen wir so ein World-Profil aktivieren. Die SIM-Karte wird in die Anlage mit eingebaut und derjenige, der das Fahrzeug bedient, braucht sich da überhaupt nicht drum kümmern. Ihr habt es gesehen, die ganzen Daten gehen an den Server, sind da gespeichert. Nur wenn ihr euer Handy ausmacht, die Daten sind trotzdem alle da. Jetzt ist das hier ein Unternehmer, der ist unterwegs. Viele Unternehmer haben die Autos ja permanent am Laufen. Wie geht er damit um? Könnt ihr das auch extern montieren? Das heißt, oder müssen die immer zu euch kommen? Also grundsätzlich ist es besser, wenn wir das hier vor Ort machen. Wir haben ja die Möglichkeiten, und das hier auch einzustellen. Ne? Wie man sieht. Ja, brauchst du ja. Das ist ja kein kleines Auto mehr sozusagen. Und die Spezialisten brauchen wirklich Zeit, um das zu installieren. Wir haben hier eine Wegfahrsperre mit eingebaut. Wir haben hier zusätzlich die Kontakte, Schalter. Das ist ja alles von uns integriert worden.
Ist ja nicht schwipp, schwapp und fertig ist, sondern da müssen wir wirklich was tun. André hat auch einen LKW-Führerschein, das heißt, er kennt sich aus, kann auch Probefahrten am Gelände machen, das geht, also ob das alles funktioniert. Wenn Pandora sowas rausgibt, seid ihr da Experimentierkaninchen oder? Nee, das sind wir überhaupt nicht. Wir sind eher diejenigen, die sagen können, wir machen das mal. Und sagen, wir hätten gerne so eine Anlage, wir installieren das und zeigen das, was geht. Was ich ganz interessant fand, dieses Piktogramm, was ich dir auf dem Handy gezeigt habe oder in der Smartphone-App mit dem LKW, das gibt es nur für diese Anlage. Also die Software prüft die entsprechende Modellnummer und erst dann wird dieses Piktogramm freigeschaltet. LKW. Man kann sich also nicht beim PKW so ein Auto da einblenden lassen oder sowas. So, jetzt nochmal der Unterschied. Das heißt, hier sind die Türen nicht im CAN-Bus mit drin gewesen, richtig? Richtig, weil wir das CAN-Bus-Protokoll noch nicht haben. Kommt zukünftig jetzt. Du musst dir vorstellen, dieses Auto wird ausgelesen. Funktioniert ohne CAN-Bus? Im Moment ohne CAN-Bus. Wir haben alles analog verkabelt, weil wir die Informationen aus dem CAN-Bus noch nicht haben, weil die Systeme noch so neu sind. Das ganze Auto muss quasi einmal mit seine DNA muss ausgelesen werden und die Ingenieure von Pandora müssen das in die Software kippen. Das ist alles fertig. Sobald wir das haben, ist das für uns ein paar Klicks in der Software, in der Programmierungssoftware und anschließend ist das Auto voll verfügbar über den CAN-Bus. Okay, das heißt, ihr könnt es quasi dann doppelt auswerten. Einmal über den CAN-Bus und einmal über eure Sensoren und die Sensoren könnte man später sogar abschalten. Die könnte man rausnehmen, hast du richtig auf den Punkt gemacht. Thema Fenster. Jetzt habe ich ja hier, ich sag mal, ein Lüftungssystem. Werden die aktiv belüftet, diese LKWs, wenn ich jetzt drin schlafe? Oder mache ich da üblicherweise ein Fenster auf? Das Fenster ist nie gesteuert und dann ist es richtig hoch. Guckst du, das ist wie viel? 3 Meter, 4 Meter? Wie kannst du das kommen? Das so. Kann man das? Bin ich jetzt 1,82 Meter? Ja. Wie kann ich das rein? Das könnte man zu. Das Fenster, wenn das jetzt hier sieht man hier oben ist so ein Spritzschutz mit drin, wenn das so ein bisschen aufstehen würde, könnte man das überwachen? Wenn es, ich sag mal. Normalerweise, wir können das Gaswarner einbauen. Ja. Das Gaswarner bekommt und dann Fahrer hört das Gaswarner-System, das ist separate Gaswarner. Ja, okay. Und dann kommt sofort das System, kann man das rausgehen. Ja, es ging ja. Mehr darum, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, da schlägt ja jetzt keiner ein Fenster ein beim LKW oder doch? Nein, also es ist eher das Thema wirklich Teileklau oder die versuchen die Autos zu sabotieren. Der Fahrer schläft, das wird aufgemacht, die reißen da irgendein Kabel aus diesem Verbindungsblock raus. Damit? Was hat das für einen Sinn? Damit sie ihn abschleppen können, ausräumen können, der ist vielleicht beschäftigt dann mit, genau, ich nenne das mal. Das ist Kabel für Tür. Ja. Das ist Kabel für Tür. Motorhaube offen, einsteuern. Zentralverlegerung offen oder Auto ganz komplett starten. Das war's. Wahnsinn. Und das habt ihr jetzt umgangen. Das heißt, also Auto kannst du nicht mehr starten, weil ihr habt eine Wegfahrsperre zusätzlich eingebaut. Genau, das zweite Faktor ist dabei. Und dann haben wir schon das ist Sensoren eingebaut. Wenn diese Kabel, wir schneiden jetzt ab und trotzdem machen wir, dass das Tür offen, dann meine Kabel liegt nicht dabei. Okay, das heißt. Meine Kabel liegt innen. Zwei sind so, ja, ich habe verstanden. Das heißt also, ist das jetzt ein reales Thema? Ich meine, wenn du gerade nochmal zumachst, dann kann ich nochmal lesen, was drauf stand. Dachbleche24.de, die machen was ganz genau, Dachbleche? Die sind Produzent und liefern die auch aus für, also Dachbleche, Verkleidungen, Garagen, diese ganzen Teile. Da sind die absolut spezialisiert. Spannend. Ich was mit Blechen zu tun hat. Wusste überhaupt nicht, was es alles gibt. Ja, das ist so. Also ich weiß, zum Beispiel Fertiggaragen gibt es online, aber Dachbleche? Gut, scheint ja gut zu laufen, wenn Sie 7 LKWs haben, ja, die da sind, aber eigentlich eine tolle Idee, oder? Super Idee, ganz mächtiges Fahrzeug, also spitzmäßig. Das Auto ist jetzt so gesichert, der kommt nicht mehr weg. Die wissen, du weißt, was das heißt, MAN? Du wirst mir irgendwas Lustiges jetzt erzählen. Macht andere neidisch. Ja, oder so, ne? Wie AMG, adieu mein Geld, genau. Mhm. Das ist aber schon, MAN ist schon ein tolles Fahrzeug, ähnlich wie Scania, oder? Nee, das ist, kann man sagen, jetzt das steht, ja. MAN, Scania, Volvo steht, das ist auf einem Platz. Ja, Volvo natürlich, das ist ein bisschen. Ist nämlich so, dass zum Beispiel Mercedes gar nicht auf dem ersten Platz steht, oder? Ja, Mercedes ist auch dabei. Jetzt ist es neuer, das ist ohne Spiegel, hast du schon vielleicht das. Ja, habe ich gesehen. Ja, genau, das ist auch ein cooles Fahrzeug. Und dann jetzt ist Plattform alle gleich, kann man sagen. Ja, Zuverlässigkeit, wie viele Pandoras hast du eingebaut in deinem Leben? Hunderte. Ich habe noch nie eine Anlage wegen Fehlfunktion ausbauen müssen. Entweder haben wir es vorab schon abgefangen, aber außer mal eine kaputte Fernbedienung, meistens weil irgendwie Feuchtigkeit reingekommen ist, jemand ist draufgetreten oder so. Dann so, entwickelt wird das Ganze in Russland. Das ist außergewöhnlich, weil so viele russische Sachen haben wir nicht im Einsatz. Das hat einen Grund, weil da sind die schon viel weiter. Demnächst 40% sind im Moment schon mit Alarmanlagen versehen in Russland. Ja, genau. Die haben ja so einen Wahnsinnsmarkt. Also der, sag ich mal, der Fahrzeuginhaber sagt, wenn das Auto wegkommt, zahlt die Versicherung nicht. Die Versicherung sagt, hier wird betrogen. Jetzt müssen die Fahrzeuge vor Zulassung eine Alarmanlage nachweisen, die eine bestimmte Sternenklasse, so wird die Klassifizierung gemacht,
hat und danach kann das Fahrzeug zugelassen werden. Es geht immer um das Thema zweiter Faktor, weil das ist das, was ein Dieb nicht dabei hat. Er kann den nicht nachmachen, er kann den nicht kopieren. Wir reden hier über 128-Bit verschlüsselte Bluetooth. Selbst wenn, das macht er nicht. Das ist der jetzt, klar, wenn der jetzt Gold geladen hätte, da wären wahrscheinlich so die Superprofis aus den Geheimdiensten dran. Ja. Aber ich meine, mit solchen Dieben haben wir es ja nicht zu tun. Oft geht das schnell rein, schnell raus. Die klauen irgendwelche Kabel, Batterien, legen Sachen lahm und die haben da keinen Bock drauf. Das heißt also, wenn da schon irgendwas losgeht, mach mal bitte scharf nochmal. Ja. Also mit der Fernbedienung, was machst du? Ich drücke wieder hier oben auf den vorderen Knopf, der ist zum Schärfen, der ist zum Entschärfen. Alarmanlage ist jetzt scharf. So, und jetzt bitte einmal, warte mal, ich mach das mal selber. Das heißt, ich gehe nur hin. Ein bisschen mehr? 10 Sekunden geben. Wir haben hier 10 Sekunden, okay. Die Fertigkeit auch ein bisschen runtergefahren. Das hatte ich okay. Dir gezeigt. Ja. Ich kann, muss jetzt mal gucken, ob das reicht. Das gibt mir mal ein ganz bisschen mehr. Jetzt fahre ich hier wieder runter. Ja, warte mal, ich mach mal. Ja, langt. Krass. Er hat gerade gemeckert und hat gesagt, hier Schocksensor, Warn Level ist ausgelöst worden, da ist die Info. So, Warn Level heißt aber schon für jemand, der sich auskennt, ein Dieb, der hat jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, genau, das mit 24 Volt, ich habe auch das erste Mal gehört, diese Sirene, und dann wir haben erst mal das eingeschaltet und dann ich höre, was passiert denn? Boah, das ist so laut. Achso, das war die zweite Vorwarnung. Du hast es wieder ausgelöst, die Anlage sagt wieder, du bist erkannt. Ich gebe dir jetzt die Vorwarnung auf die Finger. Wenn du jetzt also mehr machst, oder hier, wir reißen das Ding hier hoch. Ja, du musst es hier auch machen. Hier, hat er auch mitgekriegt? So. Ja. Okay. Ich habe abgebrochen, ne? Für unsere Ohren. Besser ist das. Besser ist das, warte mal, da steht unten Alarm drauf. Ja. Also, das funktioniert. Alarmhaube. Ja. Alarm. So, wir machen hier mal aus. Damit du mal eine Ahnung hast. Wow. Du erzählst, da geht jetzt ein Dieb noch bei und fängt hier an, was auseinanderzubauen. Der braucht einen Gehörschutz. Ja, der kann sich gleich beim Ohrenarzt anmelden, würde ich mal sagen. Sag mal, ihr habt aber keinen Hörschaden hier im Laden. Nee, oder? Wir haben entsprechende Kopfhörer. Ne? Das machen wir jetzt für dich, dass wir hier nicht rumlaufen wie die Teletubbies. Aber es ist brutal. Das wirkt brutal. Das sind richtige Schmerzen, die Leute haben. Und dann stehst du ja nicht alleine. Und ich glaube, dann wird schon der Nachbar allein schon, weil er nicht mehr schlafen kann, oder? Genau, das kommt das Fünfelgewehr aufstehen. Was passiert das hier? Wie sind Lkw-Fahrer untereinander? Sind das Kollegen? Oder? Ja, habe ich schon das Kollegen mit Lkw. Und dann, wir haben erste Lkw gefunden in Berlin, das ist zum Alarmanlage eingebaut. Okay, cool. Ja, toller Laden. Und ja, er ist quasi Vorreiter jetzt bei Pandora. Er ist eigentlich Nummer 1, die du kennst, oder? Das ist die Nummer 1 in Deutschland, die mir bekannt ist. In der Größe, in der Qualität, in der Klasse, voll eingebaut, ausgerüstet, startbereit. Und zertifiziert. Was hast du für eine Expertise in dem Bereich Alarmanlagen? Machst du das schon länger? Ja, ich bin gelernter Kommunikationselektroniker von der Bundeswehr. Richtig, okay. Spezialist. Okay, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele das so am zweiten Bildungsweg... Autodidakt oder sowas machen. Vorher Zahnpfleger und dann... Zahnpfleger, ja genau. Nein, das wird nichts, wenn man das nicht kann, mit Schaltplänen, mit der Logik. Ja. Das ist schon ein komplexes System. Und du, was hast du gemacht? Ich habe schon Elektroniker in Russland gelernt. Ja. Und hier in Deutschland, in Hamburg G15, habe ich schon Zerspannungsmechaniker gelernt. Zerspannungsmechaniker, Dreher. Ja, genau, Dreher. Okay, genau. Dreher. Programmieren und Dreher. Das heißt, du kannst jetzt alles, hier vorne sieht man es übrigens schon, neben deinem Sprudel steht noch ein Magnastat-Lötkolben, den ich ja früher in meiner Jugend schon hatte. Aber ihr habt auch die elektronische Version, die steht hier vorne. Denn man muss, ich sag mal, es gibt nichts Besseres wie Lötverbindungen, oder? Es gibt nichts Besseres. Gutes Lot, vernünftig, professionell ausgeführt, für immer Ruhe. Das heißt, diese ganzen Klemmkabel und die es da irgendwie gibt. Das ist absolut semi-professionell. Das funktioniert nicht. Nicht bei so einem Fahrzeug, wo es drauf ankommt, dass der morgens angeht bei Eiseskälte. Ganz wichtig auch, alles Schrumpfschläuche, Isolierungen, die ganzen Sachen. Alles. Das ist schon Aufwand, oder? Das ist richtig Aufwand. Wir wickeln jedes Kabel, wir konfektionieren die Kabelbäume. Das wird alles angefertigt. Du kannst hier oben die ganzen Bänder sehen. Das ist Motorhaube, das andere ist für die Kabelbänder selber. Ne, wir haben alles vorbereitet und entsprechende Stücke hier geschnitten. Weil es geht ja auch mit diesen Würth-Abzweigverbindern in Rot und Gelb. Kennst du die? Natürlich kenne ich die, aber das sind genau die wir nicht sehen wollen. Die sehen wir immer, wenn wir Wohnmobile oder so einbauen, wie die Wohnmobilpartner dann Radio reingefeuert haben. Das ist teilweise, ich habe schon Werkzeug da drin. Abenteuerlich. Wirklich, also ja. Die gehen dann hin und machen teilweise, oder sie machen, das hatte ich zuletzt, ein Klingeldraht für die Versorgung eines Radios. Und da ist das dauernd ausgegangen, es hat nicht genug Strom bekommen. Nein, ein anderer hat 220 Volt Kabel im Auto verlegt, komplette Litzen. Echt? Ja. Also es ist so irre, was du für Sachen siehst. Schrauben fehlen, da wurde irgendwas geflickt, ja, gefuscht, aufeinander gedrückt. Kabelsalat. Die beste war, wir haben eine Anlage ausgebaut, weil ein Kunde, das hatte er sich, ich weiß nicht, irgendwo in Süddeutschland einbauen lassen, hat gesagt, könnte mir die rausnehmen, ich hätte gerne so ein aktuelles Pandora-System. Ja. Wir machen die Klappe auf, das sah aus wie bei Jugendforscht in dem Ding. Ja. Und vorne war eine zusätzliche Sicherung, die war beschriftet mit Alarm.
Das muss man sich mal überlegen. Klappe auf, raus, danke. Okay. Gut. Also wir sagen mal so, bei dir ist das anders. So. Canforce.de, also Canforc. Es hat aufgehört zu regnen. Deswegen ergreife ich mal die Möglichkeit, mal rauszugehen. Ja. Da steht unser Auto. Der wird heute versorgt mit was? Pandora Camper Pro V2. Ja, das Beste. Größte Alarmanlage mit LoRa Pager wie beim LKW. Das bauen wir dir heute ein. Und dann cool. Und jetzt zeige ich mal gerade dein Logo. Da wollte ich eigentlich hin. Canforce.de. Wir sind in Wedel. Das liegt Bundesland Hamburg. Das ist Schleswig-Holstein. Das ist direkt an der Grenze zu Hamburg. Ja. Bei der Schiffsbegrüßungsanlage. Das wird vielen was sagen. So, und dein Radiosender ist 103.6. Ich höre nicht so viel Radio. Radio Hamburg. Sehr schön. Also wenn ihr Lust habt, kommt nach Wedel oder mal so ganz grob Hamburg und plant, wenn ihr Hamburg eingibt, eine Stunde mehr ein. Denn ich sag mal, du bist in den Handwerkerhöfen. Das ist, sagt vielen was hier in Wedel, oder? Ja, definitiv. Das ist im Industriegebiet. Wir haben hier das ganz große Unternehmen Ytong. Das wird vielen was sagen. Wo die Ytong-Steine, die werden hier wirklich vis-à-vis gefertigt. Und hier sind viele tolle Gewerke auf dem Gelände und unter anderem sind wir hier zu finden. Ja, du machst ganz viele Wohnmobile. Da ist die Herausforderung nochmal ein bisschen anders, weil ich sag mal, die Wohnmobilleute haben viele Klappen, viel mehr als beim LKW. Viel mehr als beim LKW. Beim LKW ist es sehr aufwendig, weil du sehr viele Verkleidungsteile abnehmen musst. Da sind unheimlich viele Kabel drin in dem Fahrzeug. Ne? Da ist ja wirklich ein dicker Strang drin. Ja, Nachteil von der Pandora, sie kann nur 12 Sensoren. Wir haben sogar eine Möglichkeit, wenn du mich damit jetzt aufziehen willst, ich kann noch einen Zusatzsensor montieren, wir können unendlich. Also wenn es drauf müsste, 40 Stück kriegen wir hin. Wenn das, aber ich wüsste nicht einen, der das braucht. Wenn wir Concorde-Liner machen, kommen wir auch klar mit den Sensoren. Ja, aber geil finde ich, ihr könnt die Sensoren ja extern, das haben wir hier gemacht mit der Klappe. Das heißt, der funktioniert direkt drahtlos. Batterie hält wie lange? 6 bis 9 Monate und die Anlage funkt dich an, wenn die Batterie leer geht und sagt dir bitte Sensor 1, Sensor 2, bitte die Batterie austauschen oben in dem kleinen Gerät. So, das kann aber auch der Fuhrparkleiter sehen dann auf der App? Der kriegt das auf die Telefonnummer, wird das geschickt quasi, die programmiert ist als Hauptnummer, die gibt eine SMS, weil das eine Sondermeldung ist. Es geht um Spannung. Also nochmal, der Fuhrparkleiter hat ja meistens schon ein System, da kann er eh schon sehen, wo der LKW ist. Genau, Fleet Management, hier hat er ein Zusatzsystem mit drin. Wir haben von Pandora das eigene, sag ich mal, Ortungs- und Alarmsystem. Die haben eine eigene Webseite und da können wir die Daten eintragen von dieser Anlage oder mehrere Fahrzeuge verwalten und dann kann man auch die ganzen Alarme und sowas machen. Man könnte zum Beispiel auch ein Geofence ziehen, das heißt, der Wagen darf nur Frankreich-Deutschland fahren, sollte der jetzt Richtung in Osten rüber abbiegen. Sag nicht mal Osten, sag doch mal Portugal. Und dann biegt er nach Portugal direkt an die schöne Küste ab. In dem Moment, wo das passieren würde, gibt es eine Meldung, dass das Fahrzeug jetzt gerade den Bereich verlässt. Klingt nämlich immer so, als würden die Autos nur in den Osten verschwinden. Ja, aber es sind in der letzten Zeit wirklich, also wenn ich was mitgekriegt habe, es ist wirklich so. Und auch solche LKWs, werde ich dir nachher nochmal zeigen, verschwinden in Summe mit Aufliegern und allem drum und dran, teilweise auch noch. Spurlos. Ja, du, alles, was geklaut wird, ist meistens spurlos, leider. Cool, weg. Ja, das ist die Fernbedienung. Ja, wunderbar, lieber Sven. Du heißt auch Sven? Auch Sven. Sven. Sandomir. Sandomir. Sven Sandomir aus Wedel. Heute Mitte Februar 2022. Und ja, ganz viele Videos werden wir machen. Jetzt fangen wir an mit meinem Camper und ich fahre gleich zu einer Sensation in Hamburg, dem... Na, zu dem Miniatur-Wunderland, zu der kleinen Eisenbahn, das ist der Hammer. Da drehen wir mal einen großen Film mit meinem Sohn zusammen und zeigen das mal. Und das ist dein eigener, haben wir auch einen eigenen Film gedreht. Und wenn ihr sehen wollt, wie ist deine Rufnummer hier? 0413 70 19 840 in 04103 Wedel. 04103 Wedel. Liebe Wedeler, der wichtigste Laden hier in ganz Wedel ist Pandora. Canforce Alarmsystem. Canforce Alarmsystem. Oder info@canforce.de. Ciao.